Hallo ihr, dieses Video ist kein Schminktutorial oder sonst was. Ich wollte euch eigentlich nur mal kurz was fragen. Und zwar geht es darum, dass ja bald Weihnachten ist und ich mir überlegt habe, da könnte man doch einen Weihnachtscontest machen. Vorausgesetzt, es gibt irgendjemand da draußen, der da gerne mitmachen würde. Und zwar habe ich mir das so vorgestellt, dass man ein Video, halt irgendwas, was mit Weihnachten zu tun hat. Ihr könnt ein Weihnachtsschmink-Tutorial machen, ihr könnt eine Slideshow machen mit Bildern oder aber auch nur ein Foto schicken, indem ihr schminkt euch irgendwie weihnachtlich und ja, sowas in der Art. Zu gewinnen würde es auch was geben, einen ersten, einen zweiten und einen dritten Platz. Und meine Frage an dich ist jetzt, ja, interessiert euch das? Würdet ihr da irgendwie mitmachen? Hättet ihr da Bock drauf oder sagt ihr so, nee, kein Nerv auf so ein Gedöns, lass mal stecken? Ja, und das war die Frage und dann würde ich es ganz cool finden, wenn ihr mir irgendwie mal unter das Video posten könntet, ob ihr... Also entweder ja, finde ich cool oder eben nee, lass mal stecken, dass ich mal so ungefähr so gucken kann, ob oder ob nicht. Ja, das war das Erste. Und dann wollte ich noch schnell was loswerden, was mir so ein bisschen am Herzen liegt. Und zwar geht es um Weihnachten im Schuhkarton. Ich denke, jeder von euch hat das bestimmt schon mal gehört. Wenn nicht, ich werde euch sowieso alles dazu unten in die Infobox verlinken. Aber ich kann ja auch noch kurz was dazu sagen. Und zwar geht es darum, ja, wie der Name schon sagt, Weihnachten im Schuhkarton, dass man was einpackt und es an jemand verschickt. Und verschickt wird das an Kinder, die eben nichts haben. Und ja, was soll ich euch groß dazu erzählen? Ich denke, ihr solltet euch einfach mal das durchlesen, was auf der Seite steht. Und ich bin auch eigentlich schon fast zu spät dafür, aber auch nur fast, weil es geht noch bis zum 26.11. Da könnt ihr eure Päckchen an die, ich nenne es jetzt mal, Sammelstelle schicken, weil bis zum 15.11. konnte man, also bis vor 3 Tagen, konnte man die Päckchen bei der Post abgeben und die wurden dann von dort an diese Sammelstelle verschickt. Und ja, das geht jetzt leider nicht mehr. Also wenn, dann müsste man das direkt dorthin zur Sammelstelle schicken. Und ja, wie gesagt, noch bis zum 26.11. geht das. Und ich finde das einfach eine ganz, ganz tolle Sache. Und ja, meine Tochter und ich, wir haben damit vor 2 Jahren angefangen. Also haben wir vorletztes Jahr, letztes Jahr und dieses Jahr was verschickt. Und ich finde, es gibt nichts Schöneres, als einem Kind ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Denn ich bin der Meinung, wenn wir alle so viel Geld ausgeben können für Schminke, Klamotten oder sonstiges Zeug, was man vielleicht auch gar nicht braucht, dann kann man doch auch ein paar Euro für sowas investieren. Und ja, man weiß, man hat damit auch was Gutes getan. Ja, das war es eigentlich schon. Das waren die 2 Sachen, die ich eben loswerden wollte. Also wäre es ganz cool, wenn ihr mir unten auf jeden Fall noch postet wegen diesem Weihnachtscontest, ob das jetzt irgendwie, also ob da irgendjemand Interesse dran hätte oder nicht. Ja, einfach ja oder nein, damit ich dann so ungefähr dann weiß und dann kann ich mir entweder A, noch ein paar Gedanken darüber machen oder B, es ganz sein lassen. Aber ich finde das eigentlich eine ganz, ganz coole Sache und zu gewinnen würde es ja auch was geben. Und ja, wer freut sich nicht über ein Geschenk noch vor Weihnachten oder nach Weihnachten, je nachdem, muss man gucken, wie ich das jetzt mache. Denn ich denke, bis zum 25. wäre ein bisschen doof, weil ihr wisst ja, wie das ist, an Weihnachten irgendwelche Sachen zu verschicken. Das dauert ja eine halbe Ewigkeit. Von daher würde ich das ein bisschen abkürzen. Keine Ahnung, bis zum 18. oder 19. Dann würde das vielleicht noch kurz vor Weihnachten oder dann kurz nach Weihnachten da sein
für so als ein kleines noch Weihnachtsgeschenk von mir an euch? Nein, es ist ja nicht an euch, sondern dann wäre es ja doch, oder? An dich? Nee, doch euch, weil es würde ja drei Gewinner geben, also wäre es ja dann doch für euch. Also, wie gesagt, der Link zu Weihnachten im Schuhkarton unten in der Infobox. Nummer zwei, einfach mal unter das Video posten, yes oder no. Und ja, das war's auch schon, meine Lieben. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Nacht, Morgen, Mittag, was auch immer. Lasst euch nicht ärgern. Bis dann, ciao.